Christian Hennecke ist Regens des Priesterseminars des Bistums Hildesheims. Und Pastor Philipp Ehlhaus ist leitender Referent für missionarische Dienste im Hauskirchlicher Dienste der Landeskirche Hannovers. Und die beiden sind die Initiatoren dieses Kongresses. Und damit wir eine Ahnung davon bekommen, wie das eigentlich angefangen hat, ist es schön, dass ihr jetzt hier bei uns auf der Bühne seid. Was euch ganz... Wir müssen das mit dem Applaus natürlich nachher nochmal besprechen. Der Zeitplan ist so eng, dass wir den Applaus immer an bestimmten Stellen vielleicht so komprimiert dann vonstatten gehen lassen. So, reicht. Ihr habt immer betont bei der ganzen Planung, dass das Ganze keine punktuelle Veranstaltung sein soll, sondern es soll ein Beginn eines Weges sein und nicht ein Stein, der jetzt erstmal gesetzt ist und damit ist es das. Aber was stand genau am Anfang? Am Anfang stand auch nicht nur wir zwei, da standen schon immer mehrere Leute. Seit etwa 7 oder 8 Jahren sind wir miteinander im Kontakt. Wir haben uns entdeckt mit dem gemeinsamen Anliegen, das Evangelium heute für die Menschen lebbar und verkündbar zu machen. So sind wir auf verschiedenen Veranstaltungen uns begegnet und haben dann schnell gemerkt, wir haben viel gemeinsam. Vor allem eine tiefe geistliche Wurzel, das ist uns ganz wichtig. Nur daraus lebt auch unser Kongress, den wir heute hier machen. Und eine gemeinsame Perspektive. Und dadurch ist ganz viel Vertrauen gewachsen über verschiedene Veranstaltungen, angefangen von Begegnungen bei Kongressen und dann auch in Arbeitsgruppen, wo wir immer wieder über unsere gemeinsamen Themen gesprochen haben. Ja, am Anfang stand auch so etwas wie eine irritierende Bestätigung. Wir merken, uns treiben dieselben Fragen um, aber die Worte, mit denen wir unsere Antworten formulieren, die sind ganz anders. Und das hat uns natürlich viel Denkstoff gegeben. Kleine christliche Gemeinschaften, vorher noch nie gehört. Hauskreise. Lokale Kirchenentwicklung oder andersherum Glaubenskurskampagne oder wilde Ehe von Mission und Bildung. War schon ganz schön schwierig. Ja. Und dann muss ich dazu sagen, wir haben auch gemerkt, evangelisch, ihr seid uns an manchen Punkten ja wirklich voraus. Ihr seid uns voraus in Krisenumbrüchen eurer Kirche. Ihr seid uns voraus manchmal auch, was die negativen Schlagzeilen anbetrifft. Und wenn ich da so rüber geguckt habe und gesagt habe, Mensch Christian, steht euch das Wasser nicht manchmal bis zum Halse? Dann hast du geantwortet, naja, endlich ein Grund, um anzufangen zu schwimmen. Mach doch mal mit. Das Wasser trägt. Ja, und dann hat es bis einmal über den Ärmelkanal und wieder zurückgereicht. Ja, diese Reise einmal über den Ärmelkanal und zurück war dann der Ausgangspunkt für vieles, was dann gefolgt hat. Es waren, glaube ich, einige Studienfahrten nach England, die ihr dann auch gemeinsam organisiert habt. Erzählt mal, was war daran das Besondere? Also bei den Studienfahrten war das Besondere, dass wir nicht nur unserer touristischen Vorliebe haben frönen können, Night of the Proms, ja, wir sind selbstverständlich immer nur im September gefahren, sondern weil uns England auch nochmal einen neuen Blick für unsere kirchliche Wirklichkeit geschenkt hat. Auch einen sehr ermutigenden Blick, einen sehr inspirierenden Blick. Und wir haben dann Studientage, öffentliche Studientage veranstaltet, haben die Erfahrungen auch bedacht mit Expertinnen und Experten und haben dann mitbekommen, da sind noch viel mehr Menschen, die ähnlich fragen, die andocken, die sagen, diese Themen bewegen auch uns. Und plötzlich hat sich ein Netzwerk gebildet und eine kleine Bewegung. Genau. An dieser Stelle ist es eben so gewesen, dass die anglikanischen Freunde, die ja heute auch hier sind, uns gezeigt haben, wie man auch auf den Wandel in der Kirche schauen kann. Nämlich nicht mit einem Blick, der sagt, es geht alles unter, sondern mit einem Blick, der sagt, es ist ein Umbruch da, es stirbt eine ganze Reihe von Dingen, sterben, aber genauso viele Dinge brechen auf. Und wir haben uns gewundert, als wir dann hier miteinander versucht haben, so kleine Kongresse zu gestalten, dass plötzlich nicht nur Leute aus dem Bistum Hildesheim kamen, sondern oder aus der Landeskirche Hannover, sondern dass das bundesweit Aufmerksamkeit gewann und haben uns gedacht, das ist interessant. Offensichtlich gibt es in ganz vielen Menschen eine Sehnsucht, nach vorne zu schauen und zu wissen, wie das gehen kann. Nicht so, dass man sagt, das Alte ist schlecht, das Neue ist gut, sondern
Wie können wir gemeinsam mit allen, die Sehnsucht haben, auf dem Weg sein? Mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Was ist die Hoffnung, was von hier ausgeht, von diesem Kongress, wenn wir morgen das wieder verlassen werden? Ein niedersächsisches Pfingsten. Dass wir uns weiterhin in vielen Sprachen üben dürfen und verstanden werden. Herzlichen Dank.